Ja, hallo Elektronik- und PC-Freunde. In diesem Video geht es mal um die Installation und die ersten Schritte mit Linux Mint 18. Bevor ich die Installation starte, möchte ich mal ein paar Hinweise vorab geben, für die, die es noch nicht kennen. Linux ist der Name des Kernels und nicht des Betriebssystems, und dieser Kernel wurde von Linus Torvalds ins Leben gerufen. Das Zweite ist, eine Distribution ist eine Ansammlung von Programmen um diesen Kernel herum, inklusive der grafischen Oberfläche. Diese grafischen Oberflächen, GUI, haben verschiedene Namen, unter anderem GNOME, KDE und so weiter, und werden von den Distributionen zur Verfügung gestellt. Ich habe hier unten mal ein paar Beispiele aufgelistet, also zum Beispiel die Distribution Ubuntu 16, also die aktuellste Version von Ubuntu kommt mit der grafischen Oberfläche Unity, und dieses LTS heißt jetzt Longtime Support, das heißt, man kriegt 5 Jahre Updates, was natürlich sehr gut und auch sehr wichtig ist. Wer Unity nicht mag, der kann auch Ubuntu Mate nehmen. Auch in der 16er Version, auch mit Longtime Support. Mate ist ein Nachfolger von dem GNOME Desktop. Wer also den GNOME Desktop kennt, der wird sicherlich mit Mate sehr froh sein und sich da auch schnell zurechtfinden. Bei Linux Mint 18 ist es so, der kommt standardmäßig mit dem Cinnamon Desktop. Den gibt es aber auch mit dem Desktop XFCE oder Mate. Je nach ja, ISO-Datei kann man sich das auch runterladen. Und es gibt noch eine andere Linux Mint-Ausgabe, LMDE. Das hat nichts mit dem Desktop zu tun, sondern dieses LMDE bedeutet Linux Mint Debian Edition. Diese Ausgabe hat eine andere Paketverwaltung. Wer also mal mit Debian gearbeitet hat, wird sicherlich auf dieses zurückgreifen, weil die Paketverwaltung ist dann die von Debian. Was braucht man, um Linux Mint zu installieren? Ist natürlich ganz klar ein PC oder ein Laptop zum Ausprobieren. Also bitte kein Live-System verwenden. Und dieser Rechner, der da irgendwo ausrangiert wurde, sollte allerdings hier 2 GB RAM und auch einen 2 GHz Dual-Core-Prozessor besitzen. Man braucht natürlich eine Internetverbindung. Dann braucht man noch einen Arbeits-PC zum Herunterladen eines ISO-Images von Linux Mint. Und man braucht natürlich einen DVD-Brenner, ein Brennprogramm oder auch einen USB-Stick. Vorgehen tut man da wie folgt: Man lädt sich das ISO hier von der Seite von Linux Mint herunter, brennt es dann auf DVD bzw. macht einen USB-Stick bootfähig und bootet dann eben von der DVD oder von dem USB-Stick und installiert dann Linux Mint. Wenn man es macht und von dieser DVD bootet, dann erscheint zunächst die normale grafische Oberfläche hier. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man probiert hier ein bisschen aus, man kann also hier ein Menü aufrufen und ein bisschen stöbern, gucken, was es da so gibt. Oder man geht gleich hier auf das CD-Symbol und sagt Install Linux Mint. Wenn man das hier macht, dann bekommt man ein paar Fragen. Die erste Frage ist natürlich die Frage nach der Sprache, in dem Fall Deutsch. Dann geht man auf Weiter. Im nächsten Abfragefenster wird gefragt nach der Installation von Drittanbieter-Software. Ich kann das nur empfehlen, das auszuwählen, weil es sonst Probleme mit dem Abspielen von Videos oder sowas gibt. Und also das unbedingt mit reinnehmen und dann auf Weitergehen. Im nächsten Abfragefenster geht es um die Installationsart, und hier gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten: entweder die Festplatte löschen und Linux Mint installieren oder hier unten etwas anderes tun. Wenn man hier unten sich bewegt, dann muss man die Partition selber anlegen, was für Anfänger kritisch sein kann. Also es ist für Anfänger in keinem Fall zu empfehlen. Das geht generell schief. Man sollte also erstmal die Finger davon lassen. Wenn man die Festplatte löscht und Linux Mint installieren will, dann gibt es hier noch zwei Unterpunkte. Einmal, dass die Mint-Installation verschlüsselt wird. Das wähle ich jetzt hier nicht aus. Und ich wähle auch nicht den Logical Volume Manager LVM aus. Den brauche ich hier nicht. Wenn man noch ein Windows-Betriebssystem auf dem Rechner hat, dann wird auch noch eine dritte Möglichkeit dort angezeigt, nämlich dass man Linux Mint neben dieser Windows-Installation installiert. Das ist bei mir jetzt hier auch nicht gegeben, deswegen geht man jetzt hier auf Installieren. Im nächsten Fenster ist nochmal hier der Hinweis, dass jetzt wirklich was auf die Festplatte geschrieben wird. Das heißt, die ganzen Partitionen werden angelegt. Da klickt man eigentlich nur noch auf Weiter. Dann startet die Installation im Hintergrund, und während die startet, erscheinen jetzt hier noch ein paar Fragen. Einmal natürlich nach dem Standort, um die Zeitzone auszuwählen. Dann nach der Tastaturbelegung und auch nochmal nach dem Namen und auch dem Rechnernamen und auch einem Benutzernamen.
Wichtig ist hier nochmal zur Erinnerung, dass man ein Passwort wählt, was ein starkes Passwort ist, was man sich trotzdem leicht merken kann. Ich würde immer das Passwort zum Anmelden abfragen. In diesem Fall würde ich die persönlichen Daten nicht verschlüsseln. Das kann man dann machen, wenn der Rechner zum Beispiel noch von einer anderen Person verwendet wird. Also so kann man das auswählen und dann geht man hier auf Weiter. Und zum Schluss, wenn alles durchgelaufen ist, muss man den Rechner neu starten und man kann sich danach einloggen. Die ganze Prozedur hier dauert je nach Rechner zwischen 15 und 20 Minuten. Und wenn man sich jetzt hier eingeloggt hat, dann gibt es die ersten Schritte, die man tun sollte. Als erstes sollte man eine Aktualisierung durchführen. Das heißt, man geht hier in das Menü, geht auf Systemverwaltung und dann Aktualisierungsverwaltung. Dort erscheinen dann Pakete, die hier auf diesem System noch nicht aktuell sind. Und die sollten dann also aktualisiert werden. Bei mir ist es derzeit schon auf dem neuesten Stand, weil ich vorhin eine Aktualisierung gefahren habe. Also normalerweise erscheinen hier die Pakete. Man sollte dort alle auswählen, eigentlich auch den Kernel und dann einfach Aktualisierung installieren. Nachdem die Updates durchgelaufen sind, geht man in die Anwendungsverwaltung. Das kann man entweder hier in diesem Willkommensbildschirm aufrufen. Man kann aber auch hier im Menü reingehen und dann hier dieses Icon anklicken oder eben in der Systemverwaltung Anwendungsverwaltung. Also man ruft es einfach mal auf. Da wird auch natürlich nach dem Passwort gefragt. Und dann sucht man mal nach dem Begriff Restricted. Die Suche ergibt jetzt hier unter anderem Ubuntu Restricted Extras und die sollte man auch installieren. Man sieht zum einen natürlich hier den Namen des Pakets, dann auch, dass es nicht installiert ist. Hier kann man auf Installieren gehen. Bei vielen normalen Anwendungen erscheint dann auch ein Bild, wie die Anwendung aussieht und auch ein paar Informationen. Also auch hier und auch die Versionsnummer und so weiter. Hier diese Restricted Extras sollten in jedem Fall installiert werden. Hier sieht man auch, was das da alles so beinhaltet, also MP3 und ASA, Audio Codec, Software und so weiter. Das ist ganz wichtig. Also da geht man hier einfach auf Installieren. Nachdem nun die Updates und die Ubuntu Restricted Extras installiert wurden, möchte ich einfach mal im Menü hier reingehen und ein bisschen zeigen, wie es hier aufgebaut ist. Also das Gute ist hier, die ganzen Anwendungen sind nach Kategorien sortiert. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die Kategorie Büro gehe, sehe ich auf der rechten Seite zum Beispiel LibreOffice. Und wenn ich ein Grafikprogramm suche, okay, dann habe ich eben hier meine Grafikprogramme. Im Multimedia-Bereich zum Beispiel ist natürlich der VLC-Player drin, da ist auch ein Brennprogramm drin. Hier ist übrigens auch Record My Desktop, das ist die Software, mit der ich das Video hier gerade mache. Also das ist alles hier schön sortiert nach diesen Kategorien. Man kann ziemlich leicht eine Applikation, ein Programm hier deinstallieren und man kann hier auch die Kategorien ändern bzw. auch erweitern. Das will ich mal zeigen. Also zum Beispiel hier im Bereich Internet. Ich brauche persönlich immer nur einen Browser und den Thunderbird zum Beispiel. Also ich brauche kein Chatprogramm. Und ich gehe einfach hier auf Hex Chat und drücke dann die rechte Maustaste. Und jetzt sieht man hier, ich kann entweder das Programm hier unten zu der Leiste hinzufügen, also hier im unteren Bereich, zu den Favoriten hinzufügen, Schreibtisch hinzufügen, oder ich kann es eben auch deinstallieren. Also ich gehe einfach hier auf deinstallieren und gebe das Passwort ein. Und man sieht, ich muss nicht unbedingt in die Anwendungsverwaltung gehen, sondern ich kann also direkt von dem Menü aus hier eine Anwendung entfernen. Hier ist nochmal das zu entfernende Paket. Sagt man okay. Es dauert dann also einen Moment und dann ist das Paket entfernt. Als nächstes möchte ich mal zeigen, ja, wie man eigentlich Anwendungen installiert. Natürlich ist es relativ einfach. Man sucht entweder in den Kategorien nach einer entsprechenden Anwendung zum Beispiel im Bereich Büroprogramme oder so. Oder man kennt vielleicht schon den Namen eines Programms, zum Beispiel die Software Eagle, Leiterplattenlayout-Programm. Man sieht hier, die Software ist noch nicht installiert, da ist kein grüner Haken dran. Man geht also hier dann mit einem Doppelklick rein und installiert die dann, lässt die Installation laufen und währenddessen kann ich sagen, na gut, ich will noch KiCad, das ist ein ähnliches Leiterplattenprogramm, auch nochmal installieren.
hier auch nicht installiert derzeit, also gehe ich da auch mit einem Doppelklick drauf und gehe auf Installieren. Und dann brauche ich noch irgendwas für HTML, also meinetwegen den Bluefish-Editor. Gehe ich einen Bluefish und hier sieht man eben auch, der ist auch noch nicht installiert. Und ich gehe einfach hier auf Installieren. Und jetzt werden diese drei Anwendungen sozusagen Schritt für Schritt installiert. Hier unten sind zwei laufende Aktionen. Wenn ich darauf gehe, dann sehe ich im Prinzip hier die Aktionen, die da sind. Und so werden, können also mehrere Anwendungen nach und nach installiert werden. Wenn alle drei Applikationen hier installiert wurden, dann geht man mal hier in das Menü und guckt, wo die sind. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Im Moment, so sieht man es nicht. Man sieht hier nur einen neuen Bereich Entwicklung. Und dort ist unter anderem Eagle, der Bluefish Editor und auch das Zeug von KiCad. Die fette Schrift deutet darauf hin, dass das Programm neu installiert wurde und noch nicht aufgerufen wurde. Was mir jetzt nicht gefällt, ist hier diese Kategorie Entwicklung, weil Eagle und KiCad gehören zwar zusammen, aber der Bluefish Editor gehört da eigentlich gar nicht rein. Insofern möchte ich hier mal die Kategorien ändern. Um hier in den Menüs was zu ändern, geht man einfach hier mit dem rechten Mausklick auf das Menü, geht auf Einrichten und dann erscheint erstmal ein Fenster für die Applets. Und hier unten ist dann die Leiste Menübearbeitung öffnen, da geht man rauf. Und nun bekommt man hier so eine Übersicht über das Hauptmenü, wie es derzeit gestaltet ist. Man sieht also hier links die verschiedenen Kategorien, auch Bereich Entwicklung. Und in der Entwicklung ist hier der Bluefish Editor unter anderem Eagle und KiCad. Ich will das aber nicht so haben, sondern ich will es ändern. Und deswegen möchte ich einen neuen Bereich erzeugen. Dazu gehe ich hier in die Anwendung, gehe hier rechts rüber und sage Neues Menü. Und das neue Menü nenne ich einfach mal Elektronik Cat oder so. Und jetzt ist es da. Und was ich jetzt mache, ich gehe hier wieder in die Entwicklung und sage, okay, Eagle kopiere ich in das neue Menü, kopieren, Elektronik Cat einfügen. Und hier, da ist es jetzt. Und auch nochmal Entwicklung von mir aus KiCad. Kopieren und dann auch hier einfügen. Wenn man jetzt hier das Menü aufklappt, dann sieht man hier den Bereich Elektronik CAD, aber hier vorne ist noch kein Icon. Und es ist natürlich, wäre schön, wenn da noch eins wäre. Und die Frage ist, ja, wo sind diese Icons überhaupt? Wo kann man die herholen? Und wie bringt man das hier rein? Dazu geht man wieder hier in das Hauptmenü, in die Verwaltung. Und ich bin jetzt hier auf dem Bereich Entwicklung und gehe einfach mal hier auf die Eigenschaften. Und dort sind jetzt die Eigenschaften zu sehen. Und wenn man hier auf dieses Symbol klickt, dann ist es so, dass sich jetzt hier der Ordner öffnet, wo das Symbol liegt. Nämlich im Verzeichnis USR, Share, Icons, Mint X, Category 96. Dort liegt dieses Icon. Und wenn man jetzt hier mal ein bisschen stöbert, dann sieht man hier gleich drunter das Icon Applications Electronics. SVG und das kann ich sehr gut verwenden für den Bereich Elektronik CAD. Das heißt, ich mache hier wieder OK, mache hier mal abbrechen, dann gehe ich hier auf den Bereich Elektronik CAD, gehe auf Eigenschaften und gehe hier jetzt auf dieses leere Icon sozusagen. Jetzt bin ich hier in meinem Home-Verzeichnis, ich muss aber hier zurück sozusagen zur Root, also gehe ich hier auf dieses Symbol. Dann bin ich im USR-Verzeichnis, Share, Icons, dann Mint X und Categories und 96 war es. Und hier kann ich jetzt praktisch Applications Electronics SVG auswählen. Ziehe das mal hier nochmal ein bisschen runter. Mach OK. Das Icon ist also vorhanden für den Bereich Elektronik CAD. Okay. Hier ist es jetzt auch schon drin. Ich schließe es hier und wenn ich jetzt hier das nochmal öffne, dann sieht man jetzt, mein neuer Bereich Elektronik CAD hat jetzt genau das richtige Symbol. Und ja, so kann man im Prinzip das hier alles anpassen, neue Bereiche, Anwendungsbereiche festlegen und die Icons dazu hinzufügen.
Eine weitere praktische Sache hier in den Menüs möchte ich kurz zeigen. Und zwar hier auf der linken Seite sind wichtige Anwendungen, das sind die Favoriten. Und wenn ich jetzt meinetwegen sage, hier der VLC Media Player soll auch dazu gehören, dann gehe ich einfach hier in Multimedia, auf den VLC Media Player, drücke die rechte Maustaste und jetzt kann ich dieses Icon, dieses Programm hier zu den Favoriten hinzufügen. Und man sieht, es landet jetzt also hier. Wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe, dann ist hier auch die Möglichkeit, das aus den Favoriten wieder zu entfernen. Oder ich kann Folgendes machen, ich füge es der Leiste unten hinzu, dann ist es hier unten und dann kann ich im Prinzip hier mit der rechten Maustaste auch wieder auf Entfernen gehen. Also so kann man sich hier die Struktur im Menü genau komplett anpassen und das ist eigentlich sehr praktisch. Was ich noch zeigen möchte ist, wenn ich jetzt hier in das Menü reingehe, dann habe ich hier links drei Knöpfe, die einmal den Bildschirm sperren, die Sitzung verlassen und ausschalten. Das gefällt mir nicht. Ich möchte hier unten in der Leiste irgendwie so eine Art Ausknopf haben. Und da möchte ich das mal zeigen, wie das geht. Dazu muss man hier in der unteren Leiste mit der rechten Maustaste klicken. Leider funktioniert das hier unter Record My Desktop nicht. Ich muss also die Maus außerhalb dieses Fensters bewegen. Wenn man die rechte Maustaste in der unteren Leiste dort klickt, dann ist ganz oben ein Punkt Applets zur Leiste hinzufügen und dann erscheint gleich ein Fenster über die Applets und hier sieht man erstmal alle installierten Applets, die es so gibt. Das erscheint jetzt mal etwas wenig, aber es gibt noch andere, die im Netz verfügbar sind. Ich habe im Netz mal nach Power Applets gesucht, also geht man hier auf im Netz verfügbare Applets auf und guckt hier, ob irgendwelche Shutdown Applets sind hier zum Beispiel und die kann man sich durchaus mal angucken. Hier dieses Applet, Shutdown Applet, hat einen grünen Haken, das heißt, es ist auch installiert. Also ich gehe wieder auf die installierten Applets, gehe hier auf mein Shutdown Applet und dann kann ich hier unten einstellen, ich muss das mal kleiner machen, zur Leiste hinzufügen. So, bei mir ist es jetzt ganz rechts, dieses Symbol, das möchte ich aber da nicht haben. Deswegen gehe ich hier nochmal unten mit dem rechten Mausklick in die Leiste und sage Leistenbearbeitungsmodus einschalten. Wenn ich den Leistenbearbeitungsmodus eingeschaltet habe, dann sieht man hier unten die Leiste, da hat sich die Farbe geändert und jetzt kann ich hier meine Power-Applet hier in die Mitte ziehen. Und dann habe ich das praktisch hier in der Mitte und kann dort ganz locker ein- und ausschalten. Wenn der Leistenbearbeitungsmodus eingeschaltet ist, dann kann ich hier nichts aufrufen. Also die Programme sind ja alle deaktiviert. Ich muss den Leistenbearbeitungsmodus erstmal wieder ausschalten. Dazu wieder Rechtsklick hier in der Leiste und dann kann man den Modus wieder ausschalten. Und dann kann ich auch hier gucken, wie mein Applet, der Shutdown, funktioniert. Man sieht, ich kann jetzt hier Lockscreen machen und so weiter, Shutdown. Das finde ich einfacher, als hier im Menü zu gucken, was ich hier auswählen kann. Ein weiteres Applet, was ich immer sehr nett finde, ist immer so eine Wetteransage oder Wetterinformation. Also wenn man jetzt hier Weather eingibt, dann sieht man, hier ist so eine Weather-Applet und die kreuze ich einfach mal an und sage, okay, installieren. Das dauert dann ein paar Sekunden. Die ist dann installiert und wenn ich jetzt auf installierte Applets gehe, dann sieht man hier Weather und jetzt sage ich auch okay zur Leiste hinzufügen und sie erscheint dann rechts und ich zeige gleich mal, wie man diese Weather Applet nochmal konfiguriert. Wenn man jetzt wieder diese Wetter App installiert hat, dann geht man hier rauf mit dem Rechtsklick und geht auf Einrichten und was dieses Wetter Applet braucht, ist eine sogenannte WOID. Das ist eigentlich die ID für den Standort und da geht man also dann hier auf WOID ermitteln und dann öffnet sich eine Seite und da gibt man hier unten weiter, meinetwegen Hamburg ein oder so, je nachdem wo man gerade ist, macht ein Lookup und dann erscheinen hier unten weiter noch die verschiedenen IDs und da kann man jetzt also hier Stadtkreis Hamburg oder die Stadt Hamburg nehmen. Ich nehme mal hier die Stadt Hamburg, hat diese ID. Mit Ctrl-C und Ctrl-V wird die damit dann festgelegt.
Und wenn ich jetzt hier raufgehe, sieht man leider nur die Hälfte hier, ich kann es auch nicht verschieben. Da sieht man eben Hamburg meist bewölkt und so weiter und ein paar Vorhersagen. Also eine Wetter-App ist mal ganz nett und kann man dann auch relativ leicht konfigurieren und einstellen. Die nächste wichtige Sache, die man einrichten sollte oder wahrscheinlich auch muss, ist ein Drucker. Also wieder ins Menü gehen, dann in die Systemverwaltung und dann hier auf Drucker gehen. Und die Druckereinrichtung ist sehr einfach in der Regel. Also hier geht man einfach auf Hinzufügen. Was ich jetzt gerade dran habe, ist ein Netzwerkdrucker. Also man kann entweder hier eine Serveradresse eingeben oder dann direkt einen Netzwerkdrucker suchen. Und den Drucker hat er auch schon gefunden. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer dass ich den Drucker eingeschaltet habe. Ich habe hier diesen Samsung im Netz und die Einstellung lasse ich jetzt erstmal, gehe auf Weiter. Dann wird nach den Treibern gesucht. Es dauert einen Moment. Und dann ist der auch relativ schnell eingerichtet. Ja, jetzt kommt hier der Druckername. Man kann hier noch mal optional einen Ort angeben, damit man weiß, welcher Drucker das ist, wo der steht. Das mache ich jetzt hier nicht, das brauche ich jetzt nicht. Gehe auf Anwenden. Der Drucker ist jetzt hinzugefügt. Das zeigt er mir auch oben rechts im Bildschirm an. Und dann kann man ja noch eine Testseite drucken. Das mache ich jetzt nicht. Und damit ist der Drucker eingerichtet. Ich möchte nochmal auf die Installation von Anwendungen kommen und zwar speziell von solchen Anwendungen, die hier nicht in der Anwendungsverwaltung zu finden sind. Bestes Beispiel ist hier der Opera-Browser, der ist dort nicht zu finden. Ich habe hier schon mal den Download gestartet. Wenn man diesen startet, dann will er hier einen .deb-File, also lädt er einen .deb-File herunter und will das hier mit der Paketinstallation öffnen. Das funktioniert bei solchen Files immer normalerweise und dann kann man auch über diesen Weg hier das Paket ganz einfach installieren. Hier ist jetzt das Paket vollständig heruntergeladen. Ich gehe einfach nur noch auf Paket installieren. Natürlich wieder mit dem berühmten Passwort. Und dann kann er im Prinzip das Paket installieren und der Opera kann dann benutzt werden. Während der Installation kommt hier nochmal so ein Fenster, wo steht, dass der Opera auch abgedatet wird, wenn das System abgedatet wird. Hier steht auch, dass das Einschalten dieser Option sehr empfohlen wird, dass man also Opera auch auf dem aktuellen Stand dann hält. Also hier diese Option so lassen, wie sie ist und dann einfach weitergehen, vorklicken und dann wird die Opera-Installation auch abgeschlossen. Die Installation des Opera-Webbrowsers ist jetzt abgeschlossen. Und man sieht jetzt hier auch im Menü im Internet, im Bereich Internet, dass hier der Opera installiert wurde. Sowas funktioniert also sehr gut mit solchen .deb-Files, also Debian-Paketen. Eine zweite Möglichkeit ist, Software zu installieren, ist die, dass der Anbieter sogenannte PPAs zur Verfügung stellen. Also Personal Package Archive heißt es, PPA. Und als Windows-Anwender ist erstmal völlig verwirrt, weil wenn man hier rauf geht, dann kommt man auf so eine Seite, wo erstmal überhaupt nichts runterzuladen ist. Hier steht aber was, Adding this PPA to your system. Das heißt, man muss hier diese Zeile, die hier angegeben ist, in seine Anwendungspaketquelle mit einfügen. Das heißt, ich kopiere jetzt hier diesen Link sozusagen. Mit Ctrl C gehe ich hier in das Menü und gehe hier in die Systemverwaltung und dann in die Anwendungspaketquellen. Hier auch wieder mit Passwort natürlich. Und dann öffnet sich hier dieses Fenster der Anwendungspaketquellen und hier links geht man auf diese PPAs. Und man sieht, ich habe derzeit keine externen PPAs hier eingefügt. Ich kann das jetzt aber tun, indem ich hier das einfüge und hier sieht man auch schon, er hat das mit übernommen und somit kann ich auch die Software Pinter immer auf den aktuellen Stand halten.
Das Hinzufügen von der PPA von der Pinter-Software hat hier nicht funktioniert, warum auch immer. Aber ich habe hier zum Beispiel mal von dem Simple Screen Recorder diese PPA hinzugefügt, sodass ich auch diese Software hier installieren kann und aktuell halten kann. Bei den zusätzlichen Paketquellen, da steht übrigens auch das mit Opera, das also hier zu sehen. So hat man auch eine Übersicht über alle Paketquellen, die hier in dem System bekannt sind. Wie man sieht, kann die Installation von Software hier in Linux-Systemen sehr unterschiedlich sein. Entweder es werden PPAs zur Verfügung gestellt, die man hier in den Anwendungspaketquellen zur Verfügung stellen muss, oder es sind Debian-Files, die man direkt aufrufen kann. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ich mal zeigen will, und zwar speziell bei der Software Eagle. Wenn ich jetzt hier also Eagle aufrufe, dann ist es hier die Eagle-Version 6.6, die ist definitiv nicht aktuell, es gibt bereits die 7er. Wenn ich jetzt hier in Hilfe reingehe und auf Update prüfen gehe, dann sagt er mir auch an, okay, die 7.6 ist jetzt erhältlich. Wenn man jetzt die installieren will, dann muss man hier was downloaden. Und zwar ist es eine Datei mit der Endung .run. Ich habe das hier schon mal gemacht. Also das ist das, was man herunterlädt von der Seite von Eagle. Und wenn man die jetzt ausführen will, dann passiert Folgendes. Es kommt die Meldung, geht nicht, kann er nicht machen. Ja, und dann steht man erstmal da, ist frustriert und weiß erstmal nicht weiter. Die Datei muss natürlich ausführbar sein. Das heißt, ich muss mit dem Rechtsklick hier reingehen und auf Eigenschaften gehen. Und dann gucke ich mir mal die Zugriffsrechte hier an. Und hier unten muss die Datei als Programm ausführbar sein. Also das dann ankreuzen, dann hier unten schließen und dann kann ich sie also auch ausführen und mit einem Doppelklick und man sieht, also man kann sie hier am Terminal ausführen. Das werde ich mal tun. Das dauert einen Moment, danach wird dann praktisch die Installationsroutine gestartet. Das Setup ist jetzt hier gestartet worden und wenn man hier auf Weiter geht und ja klickt, dann soll die Software in das Home-Verzeichnis installiert werden, was eigentlich eher suboptimal ist. Das müsste eigentlich in ein anderes Verzeichnis installiert sein, aber das ist ein anderes Thema. Also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, hier Software zu installieren. Es ist also ähnlich wie in Windows, wo es auch zig verschiedene Möglichkeiten gibt, Software zu installieren. Jetzt möchte ich nochmal zeigen, wie man Windows-Programme unter Linux Mint hier installieren kann. Dazu geht man in die Anwendungsverwaltung und sucht nach dem Begriff Wine und installiert hier Wine. Dann WineMono 008 hier in dem Fall, WineGecko und auch dieses Play on Linux. Wenn man sich die Details hier von Play on Linux mal anschaut, dann steht hier, dass das eine Oberfläche für Wine ist. Das ist ja auch schon installiert jetzt. Und es ermöglicht die einfache Installation von Windows-Spielen und Software in Linux. Und deswegen erscheint dieses Play on Linux hier auch unter Spiele und nicht unter Wine. Also hier unter Spiele ist Play on Linux zu finden und das einfach mal öffnen. Und nun kann man hier eigentlich auf den Install-Button gehen und es erscheint dieses Fenster. Zu Anfang ist es so, dass es eine Weile braucht, weil er dort verschiedene Programme schon lädt und dann hier in den verschiedenen Kategorien auch hinterlegt. Und hier sieht man eben die verschiedenen Programme für Windows. Ich werde einfach mal zeigen, wie man hier so ein Programm installiert, was hier hinterlegt ist sozusagen und auch ein Programm, was eigentlich nicht aufgelistet ist. Ich werde jetzt einfach mal ein Programm hier installieren. Und zwar hatte ich hier vorhin gesehen, gibt es Google SketchUp. Da geht man also einfach rauf, ist so ein Zeichenprogramm und geht hier auf Installieren. Und dann kommen ein paar Hinweise, die vielleicht ja nicht unwichtig sind. Also zum einen, dass man das Standardverzeichnis so lassen soll. Das wäre also hier der erste Punkt. Das zweite wäre dann, dass man den Installer das Programm nicht starten lassen soll. Und das dritte wäre, dass man, wenn man gefragt wird, ob man das Windows-System rebooten soll, es auch machen soll. Natürlich nicht jetzt das Linux Mint. Also dann auf Weitergehen. Hier kommen nochmal ein paar Hinweise. Und da kann man eigentlich auch weitergehen und dann wird das Programm installiert. Jetzt landet man hier im Installationsassistenten und geht hier auf Weiter und dann
wird praktisch das Google SketchUp installiert. Hier ist nochmal davor Wine wird heruntergeladen. Warum das jetzt ist, weiß ich nicht genau, aber ich denke mal, da ist noch, fehlt noch irgendwas von der Software hier Wine. In der Zwischenzeit wird hier noch mal Wine konfiguriert, beziehungsweise es wurden sicherlich irgendwelche Updates noch mal runtergeladen. Also da muss man etwas Geduld haben und danach sollte aber wirklich die Installation von Google SketchUp starten. Der Assistent fragt jetzt, ob man die Setup-Dateien auf dem Computer verwenden will. Da muss man die suchen. Also ich habe ja nichts runtergeladen, deswegen wähle ich hier Herunterladen des Programms aus, damit er die Dateien runterlädt und dann damit installiert. Frage nach der Sprache kommt und dann kann die Installation hier starten, wie man sieht. Ja, man sieht jetzt, startet hier die Installation von Google SketchUp und das sieht jetzt eben schon hier aus wie Windows. Man geht hier auf Weiter und gibt die ganz bekannten Sachen einfach ein und geht auf Weiter. Installation ist beendet und damit kann man hoffentlich die Anwendung hier einigermaßen verwenden. Hier sind noch mal ein paar Hinweise, was Google SketchUp betrifft und da müssen wir jetzt mal gucken, was man da einstellen muss. So, ich gehe jetzt hier auf Weiter. Und achso, er fragt dann bei der Hauptvideokarte. Das weiß ich jetzt hier leider nicht. Deswegen nehme ich einfach mal die erste. Und das sollte aber auch funktionieren. Ja, jetzt sieht man im Prinzip hier in dem Fenster bei Play on Linux die erste Applikation, nämlich Google SketchUp. Zum Starten geht man einfach ausführen und dann hat das gestartet und jetzt ja, ist hier das SketchUp. Ob man damit jetzt, sage ich mal, glücklich wird, sei dahingestellt. Also es funktioniert erstmal soweit. Das ist bei nicht bei allen Programmen so, dass es wirklich vernünftig funktioniert. Als nächstes möchte ich nochmal zeigen, wie man ein Programm in Play on Linux installiert, was nicht dort bereits ja, hier in diesen Menüs vorhanden ist. Und zwar möchte ich den Total Commander installieren, der gefällt mir eigentlich immer sehr gut und deswegen gehe ich hier in diesen Punkt externes Programm installieren. Jetzt kommen die gleichen Hinweise wie vorhin bei dem Google SketchUp. Hier klickt man also zweimal auf Weiter und dann kommt der Hinweis der manuellen Installation. Da geht man auch auf Weiter. Und als nächstes kommt die Frage nach einem neuen virtuellen Laufwerk. Das braucht man hier. Also man könnte jetzt zwei Dinge tun. Entweder man editiert jetzt hier eine bestehende Applikation, also in dem Fall SketchUp, oder man installiert ein neues Programm. Also das möchte ich ja hier tun. Also den oberen Punkt muss man auswählen. Dann soll ein Name für diese Anwendung gegeben werden. Das ist der Total Commander, so heißt die Software, das Programm. Dann geht man hier auf Weiter. Und hier steht auch, was möchten Sie vor der Installation tun? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und wenn hier steht dann auch, wenn Sie es nicht wissen, deaktivieren Sie alle. Es ist alles deaktiviert, also gehe ich einfach nur auf Weiter. Und ich habe hier eine 32-Bit-Installation. In dem Fall für diese Software. Und jetzt konfiguriert er auch wieder Wine. Das dauert also auch noch einen Moment. Als nächstes fragt er mich nach der Installationsdatei. Das heißt, ich muss sie mir auch vorher runtergeladen haben. Die ist bei mir in Downloads hier drin. Und da ist dieser Total Commander 32-Bit in dem Fall. Die öffne ich und gehe hier auf Weiter. Die Installation des Total Commanders hat hier gestartet, ist jetzt auf dem Großbild, deswegen sieht man hier nicht alles. Ich wähle hier die Sprache aus, so wie es in der normalen Installation auch ist. Andere Sprache nein. Dann hier das Verzeichnis, das lasse ich einfach so. Da ändere ich auch nichts und möchte auch keine Sachen im Startmenü haben. Und dann installiert es, die Installation ist nun erfolgreich. Und dann geht er wieder zurück zu dem Assistenten und dort erscheint jetzt eine Liste, wo man ein Shortcut sozusagen
definieren muss. In dem Fall ist es hier die totalcmd.exe, weil das ist die ausführbare Datei für den Total Commander. Da sage ich weiter. Dann gehe ich nochmal auf weiter. Und dann sollte er das auch gleich in dem Menü haben. Beim nächsten, man kann also mehrere dort auswählen. Ich sage jetzt keinen weiteren Starter erzeugen. Weiter, und jetzt habe ich hier im Prinzip meinen Total Commander drin und ich führe den einfach mal aus. Dauert auch noch einen Moment und man sieht hier, er startet den und ich habe jetzt hier meinen Total Commander. Hier sind noch ein paar Hinweise, das brauche ich jetzt nicht, aber hier ist er im Prinzip, der Total Commander, und ja, damit kann ich dann unter Linux auch arbeiten. So, das war es erstmal mit den Windows-Geschichten hier unter Linux. Ich schließe jetzt erstmal hier die ganzen Fenster und möchte mal was zeigen, was zum Thema Multimedia gehört. Und zwar habe ich hier an meinem Laptop, das ist also hier mein Arbeitsplatz derzeit, drei Kameras, also drei Webcams. Die eine ist hier oben am Laptop dran, die zweite ist hier rechts, die hier, und die dritte nimmt das hier gerade auf. Und die Software, die ich hier verwende, heißt Camoso, und es ist ultra einfach, hier diese Software zu verwenden bzw. ja, die Webcams anzuschließen, und man startet hier die Software und es geht alles. Also ich habe weder einen Treiber installiert noch sonst irgendwas und will damit nur sagen, wie einfach das hier ist. Ich schalte jetzt mal um auf eine der anderen Kameras, oder ich glaube, das war die jetzt, glaube ich. Ja, genau. Das ist jetzt die Kamera hier oben an der am Laptop, also wenn ich jetzt hier mit dem Finger lang gehe, das ist hier mein Finger gerade gewesen, also das ist die Kamera am Laptop, die Kamera hier, die zweite ist die Kamera, die wir eben hatten, die das alles hier zeigt, den Rechner, und hier ist die erste Kamera, die hier praktisch auf den Laptop zeigt, die ist nicht ganz so qualitativ hochwertig, aber mit so einer Software und der Umgebung kann man relativ einfach hier Kameras installieren und ja, Videos letztendlich auch aufnehmen bzw. eben mit solchen Webcams Aufnahmen machen. Auch die Handhabung jetzt von SD-Karten oder USB-Sticks ist sehr simpel. Also ich habe jetzt hier eine SD-Karte, die packe ich mal hier rein in den Port, und auch einen USB-Stick. Für jemanden, der es nicht kennt, ja, und es zum ersten Mal sieht, hier sieht man es also ganz simpel. Werden die Datenträger hiermit eingebunden in das System, und das Arbeiten ist damit ja genauso einfach wie in Windows, also da ist nichts Kompliziertes dabei. Hier unten auf der rechten Seite, hier rechts unten in der Leiste, sieht man nochmal ein paar Symbole, zum einen Druckersymbol, hier auch nochmal Wechseldatenträger, da kann ich wie in Windows eben jetzt zum Beispiel den Datenträger 4 GB, das ist der USB-Stick, rausnehmen. Und ja, eben auch von mir aus die SD-Karte. Was hier noch zu sehen ist, ist hier das My Record Desktop. Das ist hier im Moment dieses Symbol. Ein anderes wichtiges Symbol ist dieses blaue hier, weil hier steht nämlich, welche Aktualisierungen verfügbar sind. Und wenn ich hier hochgehe, das hier mal runterziehe, dann sieht man, derzeit ist also der Opera abzudaten. Der hat irgendwie 40 MB oder sowas, das mache ich jetzt nicht. Also da sieht man auch sofort, welche Sachen zu aktualisieren sind. Das ist also sehr schön. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die generelle Handhabung hier eingehen, wobei es da gar nicht viel zu sagen gibt. Man hat hier den normalen Datei-Explorer. Man sieht hier links die verschiedenen Bereiche, wo man was ablegen kann als Nutzer. Man hat einen Papierkorb, wie auch in Windows. Man hat hier auch das Netzwerk. Das heißt, wenn jetzt irgendwo ein Netzwerkserver wäre, geht man hier rauf und kann sich hiermit verbinden. Das ist ganz, also völlig problemlos. Man sieht jetzt übrigens hier auch links die beiden Windows-Programme, die ich installiert habe. Was ich auch noch gemacht habe, man sieht es hier oben. Ich habe das Theme praktisch geändert hier im Menü. Also wenn man jetzt hier auf Einstellungen geht, dann ist hier unten irgendwo Themen, und da kann man eben sich die Oberfläche so gestalten, wie man es haben will, mit den Farben, mit den Buttons und so weiter. Also das ist völlig problemlos machbar. Ja, das war es mal zu diesem Thema, Einführung in Linux Mint in dem Fall.
und ein paar Kleinigkeiten dazu. Ich hoffe, es hat gefallen und